Willkommen zum nächsten Part von Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind gerade beim Ikana Canyon, dem ja, finalen Areal. Und hier gibt es ein paar nicht so nette Kollegen, wie zum Beispiel diesen schwebenden Totenkopf, der uns verfluchen möchte. Aber wir haben ihn vorher gekillt. Ja, diese Kollegen wollen uns hier stören und auch uns auf dem Weg, ja, wo wir weiter hoffentlich voranschreiten in diesem Part, auch stören. Nicht cool. Wir wollen uns den ganzen Bums hier mal angucken und werden direkt gestört von einem neuen Ninja. Die sind ja hier die Kollegen, die von diesem Garo oder so, ja, ich glaube schon, da irgendwie die Schüler sind, aber die erkennen das. Das Wasser hat an einem der Häuser scheint eine wichtige Funktion erfüllt zu haben, aber seit der Fluss ausgetrocknet ist, dreht es sich nicht mehr. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben oder so. Ja, okay, gut. Okay, anscheinend liegt es auch hier dran, dass wir das Wasser wieder anschalten, oder hier ist anscheinend irgendwie gerade Dürre. Schloss Vincano, Haupttor, mach was du willst, dieses versiegelte Tor wird sich niemals öffnen. Okay, das ist anscheinend der Eingang zum Dungeon. Was ist das hier? Okay. Ruinen von Ika. Oh, ich glaube, hier müssen wir tatsächlich sogar rein. Ja. Okay, gehen wir gleich rein. Ich wollte mich vorher aber noch mal ganz kurz ein bisschen hier draußen umschauen. Achso, es wird jetzt auch so langsam wieder... What happens with the sky? Oh Gott. Die geben uns immer ganz gute Tipps, deswegen am besten immer die Garo-Maske aufhaben. Ich glaube, sonst spawnen die gar nicht. Aua! Und jetzt kommt noch der. Boah, zum Glück haben wir den noch gekillt. Sonst hätte er uns mit dem Flug belegt, hätten wir ihn nicht killen können, außer mit Fallen halt. Am Gipfel des Hügels hier in Ikana wirst keinen Menschen du finden, mit Ausnahme eines Mannes und seiner Tochter, die in einem Haus mit einem großen Wasserrad leben. Ist zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Achso, okay, dann ist hier nur ein einziges Haus oder was. Ja, das dann höchstwahrscheinlich. Oh, die Kollegen, die sind nicht so ungefährlich. Bleib von unserem Haus weg, mein Vater ist kleiner, ist keiner von euch. Aha. Warte mal, und was ist, wenn ich die Maske absetze? Nee, okay, auch nicht. Ja. Die Kollegen... Ach so, scheiße. Wie viele Eingänge gibt es denn eigentlich? Das ist hier schon alles richtig groß, das Areal. Erst noch uns Tingle da oben. Heilige! Das ist mir auch noch nie passiert, oder? Machen wir es mal nicht. So, guten Morgen, Tingle. So, was kannst du mir geben? Uno statt Felsenturm. Ja, mach einfach mal Felsen... Ja, nee, okay, ich glaube, wir haben schon alle Karten. Ich glaube, wir haben alle Karten, die uns Dinge verkaufen kann. Das ist schon mal ganz gut. Okay, in das Haus kommen wir nicht rein. Mhm. Boah, schon wieder so einer. Ja, wie gesagt, hier gibt es so viele Eingänge. Also ich habe jetzt schon drei Eingänge gesehen. Das heißt, ich muss hier... Weiß nicht, irgendwann gleich mal... Gucken. Das Wasserrad am einen der Häuser scheint eine wichtige Funktion dafür zu haben, aber seit du drehst genau den gleichen Scheiß wie die letzten zwei. Das ist auch echt super interessant, aber das sehen wir nicht. Geisterhütte, ziellose Geister warten auf ihre Ankunft. Ja, okay, okay, okay. Dann lasst uns jetzt einfach mal unten in diese Ruinen rein. Ja, Hilfe. Und ja, wenn wir da nicht alles finden, was wir finden möchten, dann müssen wir nochmal weiter gucken. Was ich nochmal ganz kurz austesten wollte, ist, ob wir uns... Was eigentlich... Keine Ahnung, ob es uns was bringen würde, weiß ich jetzt nicht. Ob wir uns an diese Holzstämme da oben ranhängen können. Nee, können wir uns da nicht. Sonst irgendwo dran? Nee, scheint nicht so. Okay, dann gehen wir hier wieder weg. Und mal hier rein. Okay, muss ich nach dem Lernen machen. So, dann lass uns das mal anschauen. By the way, wer es nicht weiß, ich lerne gerade für Informatik, deswegen für 5 Minuten zocken, 10 Minuten lernen. By the way, meine eigene Regel, nicht von meinen Eltern oder sowas, ich bin schon genug dafür. Zack. What the fuck? Und jetzt? By the way, warum? Oh, oh, oh. Hä? Was ist jetzt? Hä? Ich bin ein bisschen überfordert, aber ich glaube... Warte mal. Kommen wir da irgendwie rauf? Also, es, ich, wir könnten da... Warte mal, kann ich das schieben irgendwie? Nee, leider nicht. Ah, schade. Okay, aber... Haben wir den ersten Grundbaustein hier irgendwie gelegt jetzt gerade?
What the fuck? Ich sehe nichts. Es kommt irgendwas auf mich zu, aber ich sehe nichts. Ich wollte generell aber ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich auf das Auge schieße. Gar nichts. Aha. Und sonst ist hier nichts. Ja, was hat... Also der Schalter hat jetzt hier die Decke weggemacht, oder? Warte mal, das will ich nochmal ganz kurz gucken. Ach so, den kann ich gar nicht mehr deaktivieren. Also. Ja gut, dann lass uns mal rausgehen. Vielleicht ist da ja irgendwas... Hat sich da ja irgendwas geändert, aber wahrscheinlich nicht so. Nee. Ja, okay, lass uns nochmal in andere Orte reinschauen. Wir müssen ja anscheinend das Wasser wieder zum Laufen bringen. Vielleicht war das ja der erste Schritt. Lass uns mal in das Haus gehen. Ich werde bei dir nicht Vorsprung und Getag machen. Zwar wäre das schlauer, aber... Lol, hier ist schon die Feenquelle. Also ich glaube, das ist wirklich schon der Dungeon da. Finde die werten Feen, die den staubigen Gängen des Feldentontempels gefangen sind, bringen sie hier zurück. Mhm. Ja, wer es nicht weiß, Herzen und Magie werden hier natürlich wieder aufgefüllt. Das solltet ihr aber wissen. Ja gut, dann lass uns hier wieder raus. Okay. Kommen wir eigentlich sonst irgendwie... Aua, Mann. Oh, nee. Verpiss dich mal. Gib du, sobald er dich anschaut, kannst du dich nicht mehr rühren. Sei äußerst vorsichtig. Ja, ich wollte eigentlich auch den hier angreifen. Weg mit dir. Ja, die Gyptos am besten ignorieren. Die sind richtig stark. Ich glaube, zu unserem jetzigen Tank zwar nicht mehr. Sollte sie aber trotzdem nicht... Sollten wir aber trotzdem nicht angreifen oder interagieren. Wir müssen sie aber irgendwie entfernen. Und dafür brauchen wir auch, glaube ich, die Gyptomaske. Die uns ja von dem einem Shika-Schrein da schon gesagt worden ist. Ja, müssen wir uns dann mal irgendwann mal angucken. Okay. Vielleicht kannst du mir noch einen Hinweis geben, wenn ich nicht gleich völlig gestorben bin, weil er. Weil ich kein Schwert habe. Alter. Ah, okay, er kommt zurück. Boah, Junge, ich. Scheiße. Oh, das ist. Hä? What the fuck, Mann? Geh mir jetzt nicht auf den Sack. So. Das Wasserrad in einem der Häuser scheint eine wichtige Funktion zu haben, aber seit der Fluss ausgetrocknet ist, sind wir alle richtig schlecht gelaunt. Und ich auch! Nein, Spaß. So, okay. Wenn die alle... Nein! Kannst du es noch lesen? Nein! Link, was hast du getan? In Ocarina of Time konnte das mit Zeldas Wiegenlied wiederherstellen. Wow. Wow. Das ist... mal eine angenehme Hütte. Hallo. Das Reich von Ikana wurde auf diesem Land gebaut. Seine Geschichte ist mit Dunkelheit befleckt und dem Blut getränkt. Sogar jetzt noch versammeln sich die Geister jener hier, die keine Ruhe finden können. Jene, die hier sind, suchen nach jemandem, der stärker ist als sie. Es sind Seelen, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche diese verlorenen Seelen zu retten. Dennoch musst du den irdischen Preis und 30 Rubinen bezahlen. Ach du Scheiße, Mann. Aber ich muss das erstmal weiter lernen. Bis gleich. Ja gut, dann lass uns das mal versuchen. Denn du musst den irdischen Preis und 30 Rubinen bezahlen. Willst du das tun? Ist das jetzt nur ein Herzteil oder bekomme ich dadurch wirklich diese Maske? Besiege dich in der Innenwelt des Zeitlebens, sodass ihre Seelen für immer in Frieden ruhen. Doch fällt deine Energie auf 3 Herzen und weniger, werde ich den Kampf abbrechen. Gnade ist das Mindeste, was ich bieten kann. Bist du bereit? Ja. Okay, krass. Wow. Wie besiege ich den? Mit Pfeilen, oder? Fuck, Alter, der hat sogar einen Hit von dem Gildenschwert ausgehalten. Okay, aber den Jump hält er nicht aus. Ja, wie schnell soll ich das machen? Oh Gott, jetzt sind 2 da. Aha. Sehr spannend. Wie sieht's mit Pfeilen aus? Okay, nein. Aber ich kann sie auch so hitten. Ich muss gar nicht darauf warten, bis die... Die müssen einfach nur sichtbar sein. Boah, aber das zu... Pff, okay, das ist sehr schwer. Komm, jetzt einmal... Ja, visiert ihn halt nicht wirklich an. Das ist halt ein Problem.
Okay, ich habe ihn unabsichtlich gekillt. Boah, das ist richtig schwer. Eines der schwersten Minigames, die wir hatten. Also nach meiner Meinung. Jetzt kommen drei oder was? Jetzt kommt ein Dicker. Was soll ich mit dem machen? Wow, was? Hä, was läuft da jetzt ab? Der läuft mit mir mit. Ja, und was, wenn ich die Bombe setze? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's jetzt einfach mal. Komm mal ein bisschen mit. Nee, Bombe hat auch nicht gezählt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das sind die stärksten Gegner, what the fuck? Also nicht die stärksten, aber die unfairsten Gegner. Guck mal, ich kann ihn gar nicht berühren. Pfeil jetzt vielleicht? Ich kann ihn auch nicht mich annähern. Vielleicht mit Eisfeilen? Weil die wurden ja schon mal am Anfang genannt. Es muss irgendeinen Trick geben. Ja! Das war richtig, oder? Die Eispfeile sind's. Oder? Jetzt müssen wir den mehrmals hitten, oder was? Jeden einmal? Ich habe jetzt, rüst jetzt nochmal Feuerfall aus. Ah, einer von denen ist richtig. Ja, nochmal. Genau, wir müssen mehrere Hits machen. Und es ist nur einer der richtige. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Wir hatten am Anfang ein bisschen Glück, weil wir den ein bisschen häufig gehittet haben. Boah, wie viele Hits tankt der? Das sind Feuerpfeile. Ah, nee, wir sind fertig, oder? Schon als wären ihre Seelen nun befreit. Und ich überreiche dir das irdische Hab und Gut dieser Geister. Ja, okay, es ist ein Herzteil. Das ist doch der Name, oder? Ich kann die Herzen der Menschen lesen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist auch meine eigene Seele befreit. Ist das fertig? Ja. Mhm. Schade. Ich dachte wirklich, ich krieg hier diese Maske. Weil das, damit würden wir dann halt auch in das eine Haus können. Und vielleicht auch mal mit denen reden können. Ich habe aber tatsächlich das Wasserrad noch gar nicht gesehen, oder bin ich völlig bescheuert? Naja. So, ich möchte jetzt aber auch endlich mal das Schild lesen. Geister oder ziellose Geister warten nur auf ihre Ankunft. Mhm. So, da oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh, warte mal, Teil. Wie tipp... Hä? Wie kann ich denn mit der sprechen? Ah, da. Ist sie dumm? Wieso erklärt sie mir denn den Kollegen nochmal? Ja, klar! Ja, klar! Hä, was ist denn das für eine Scheiße jetzt gewesen? Wieso ist sie denn jedem Shit ausgewichen? Na, egal. Dann ist nochmal so ein Schikastein. Guck ich mir gleich an. Was ist hier? Ausgetrockneter Boden aufgrund diverser Geisterscheinungen ist der Zutritt untersagt. Naja, der Zugang ist offen. Und so, warum sollte ich nicht da reingehen? Okay, lasst uns aber erstmal mit dem Schikastein dort hinten sprechen. Mal gucken, ob der uns auch nochmal irgendwas sagen kann. Die finde ich nämlich eigentlich mal ganz interessant. Wo ist mit einem... Ach, ja, ja, ist ja klar. Aber ich möchte jetzt einmal mit dem sprechen, bitte. Pamela, das Mädchen aus dem Musikhaus, verlässt immer nach einem Minute das Gebäude, wenn sie Musik spielt. Verlässt das Haus aber auch, wenn sie den Knall einer Bombe hört. Keine Ahnung, wer Pamela ist und keine Ahnung, wo das Musikhaus ist. Ja, okay, dann sehe ich eigentlich jetzt als nächste Möglichkeit, nur noch in diesen Brunnen reinzugehen. Ach so, man ist da runterklettern, so. Na, egal. Ja, hier geht's lang. In dem letzten Brunnen, wo er vorkam, in Ocarina of Time, hat man gegen den gruseligsten Gegner aller Zeldas gezockt. Wie ist es hier? Wir sehen uns im nächsten Part. Das sieht aus wie Mini-Dungeon. What the fuck?